für die Wahlvorschläge der Nationalen Front der Deutschen Demokratischen Republik wurden 12.182.050 gültige Stimmen abgegeben. Das sind 98,85%. Gegen die Wahlvorschläge wurden 142.301 Stimmen abgegeben. Die Bedürfnis der Bevölkerung zu reisen,
oder die DDR zu verlassen. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Das wird nach meiner Kenntnis des Verfügungs. Wir hatten die erste errichtete Wahl in unserem Karte 1945. Und das kam zum Ausdruck in den Gesichtern. Man sah es den Menschen an, jetzt endlich mal in eine hilfreichkeitige Kabine gehen zu dürfen. Man fühlte sich, ich auch damals, fast wie ein Kind. Wir sind dahinter gegangen und dachten, jetzt können wir doch ankreuzen, was wir wollen. Thank you.
Durch das Feuer von Future sieht man ja auch, dass die jungen Leute wieder Richtung